Moin Volkspark, moin Freunde des HSV. Ein Community Talk steht an. Der zweite schon im neuen Setting. Hinter der Kamera stehen meine Kollegen Onur und Manu. Die machen das hier in höchst professioneller Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich selten so gesehen. Aber wir fangen mal an. Ich versuche mal inhaltlich ähnlich niveauvoll zu bleiben, wie es hier drumherum schon stattfindet. Und fangen mit den Fragen via Instagram an, die ihr mir gestellt habt. Und da fragt Kev bei, was kann man von Robin Meissner erwarten? Er ist ja seit einer Woche im Training dabei. Robin Meissner, ein junger Stürmer, ist vom FC St. Pauli im Sommer rübergewechselt zum HSV. Hochtalentiert, dem Trainer auch gut bekannt. Allerdings würde ich jetzt hier noch die Erwartungen nicht zu hoch stellen und auch noch gar keine Prognose abgeben. Er soll reinschnuppern, er soll die Profis erstmal kennenlernen, er soll das Niveau der Profis erstmal für sich adaptieren können, um dann am Ende zu sehen, wo er dann landen kann. Talent hat er auf jeden Fall. Aber das hatten schon viele, deswegen bleiben wir lieber vorsichtig, was Prognosen betrifft und geben ihm erstmal die Zeit, sich zu etablieren. C22 fragt, wie viele Ausfälle verkraftet der Kader noch aktuell? Sind 5 Stammspieler verletzt? Das war natürlich, diese Frage wurde schon gestellt, bevor Duziak gestern wieder ins Training einsteigen konnte. Das wusste der Kollege C hier noch nicht. Viele Ausfälle verkraftet der Kader natürlich nicht, zumal nicht von den ganz wichtigen Spielern. Toni Leistner hinten in der Innenverteidigung ist mit Sicherheit nicht unwichtig gewesen. Gerade in den letzten Wochen hat Stefan Ambrosius eine Menge Sicherheit gegeben. Ambrosius selber ja über die Saison hinweg jetzt eigentlich schon der konstanteste Spieler in der Innenverteidigung. Insofern, es wäre schon hart, wenn dann am Ende auch noch Ambrosius ausfallen würde in der Innenverteidigung. Wozu das führt, hat man dann in der zweiten Halbzeit in Aue gesehen. Da gab es dann doch einige Wackler. Aber gut, wollen wir nicht unken. Im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass alle gesund bleiben und dass die Verletzten schnell wieder zurückkommen. Und in dem Sinne bleibt es dann für den HSV natürlich zu sehen, dass man diese Phasen jetzt, diese kurzen Phasen überbrückt und das möglichst unfallfrei. Faber Fezit fragt, wie schätzt du die Mitkonkurrenten ein? Sehr stabil, leider. Also Fürth spielt einen sehr guten, sehr variablen Fußball, finde ich. Einen schönen, schnellen Fußball auch. Ordentlich Tempo drin. Bei Bochum muss man sagen, die sind extrem konstant. Bei Bochum erwarte ich jetzt auch keine großen Einbrüche mehr. Im Gegenteil, ich glaube, dass die bis zum Ende der Saison dann auch mit dranbleiben werden. Genauso Fortuna Düsseldorf jetzt langsam, habe ich gedacht. Und dann patzen sie doch wieder. Düsseldorf hat natürlich einen riesen Umbruch vor der Saison gehabt. Ist so ein bisschen der HSV aus der ersten Zweitligasaison. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nochmal wirklich konstant zurückkommen. Aber das Potenzial hat Düsseldorf. Kiel spielt sehr konstant. Also Bochum, Kiel, Fürth, Düsseldorf, die werden mit Sicherheit weiter oben dran bleiben und dem HSV das Leben noch mächtig schwer machen. Da bin ich mir ganz sicher. Paul Weicher fragt, wie siehst du das Aue-Spiel? Ja, das haben wir, glaube ich, ausreichend besprochen. Erste Halbzeit war wirklich sehr stark, offensiv vor allem. Da war die Defensive auch noch nicht gefordert. Die Defensive konnte sich sogar offensiv stark mit einschalten. In der zweiten Halbzeit ging es dann leider ein bisschen nach hinten los. Es wurde das Spiel langsamer natürlich. Dadurch, dass Jeremy Duziak raus ist, fehlte ein Schlüsselspieler, denn er ist der einzige, finde ich zumindest, der einzige Spieler im Mittelfeld, der das Tempo aus der Defensive mit in die Offensive gleich rübernimmt, indem er den Ball halt auch im Tempo lässt. Bei Aaron Hunt ist es dann doch so, dass er gerne mal den Ball stoppt, dreht, guckt und dann nochmal das Spiel aufzieht. Ist auch eine Qualität, allerdings in dem Fall geht dann ein bisschen Tempo verloren. Und das war, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte für dieses Spiel, das dann in der zweiten Halbzeit natürlich noch abgegeben wurde. Unverständlicherweise für viele, aber dann am Ende doch in irgendeiner Form erklärbar. Ja, Gustav.stvn fragt, wie wichtig ist es, dass Duziak für das Spiel gegen Fürth wieder fit ist? Das habe ich, glaube ich, hiermit gerade beantwortet. Duziak ist für mich der Schlüsselspieler im Zentrum, was den Übergang von Defensive auf Offensive betrifft. Wenn er wieder spielen kann, wenn er wirklich wieder fit ist, dann ist das ein extrem wichtiger Faktor. Der echte Bensko fragt, wie sieht es mit einem Michi aus? Würde man ihn nach einer schlechten Saison beim KSC behalten? Bisher 12 Minuten in 4 Spielen, die letzten 3 ohne Einsatz, ja. Da kommt nicht so viel zustande derzeit, also ich kann da nichts Neues zu sagen. Beim HSV hat er es nicht geschafft, er hatte keine Perspektive im Moment und im Moment sieht es ja tatsächlich auch so aus, als ob es beim Karlsruher SC nicht wirklich viel besser für ihn läuft. Ich drücke ihm die Daumen, dass er dort in Schuss kommt, für den HSV wäre es gut, aber zu erwarten ist es derzeit tatsächlich eher nicht. Jan-SCH-17, was hältst du von Timo Hübers, Innenverteidiger von Hannover 96? Für alle, die ihn nicht kennen, der HSV soll Interesse an ihm haben. 1,5 Millionen ist der Marktwert dieses Innenverteidigers. Ist ein sehr interessanter Spieler, auch einer mit Perspektive erste Bundesliga, würde ich behaupten. Insofern ist der HSV allerdings auch nicht als einziger Verein dran. Da sind noch andere Vereine an diesem Spieler interessiert. Ja, ist immer doof, wenn es so früh schon bekannt wird, dass das Interesse da ist, bevor man da wirklich in die internen Gespräche gehen konnte. Aber wer weiß, wo der HSV da steht. Man kommuniziert es ja nicht nach außen.
Ich hoffe, dass der HSV hier dann früh genug dran war, um sich dort zu positionieren bei dem Spieler, denn Timo Hübers ist definitiv interessant. Kef bei 1887 ist Düsseldorf aus dem Aufstiegsrennen raus nach Niederlage gegen Kiel. 6 Punkte Rückstand auf Platz 3. Nein, sind sie noch nicht. Sie haben natürlich jetzt erstmal einen ganz herben Rückschlag erlitten, das ist so. Das ist dann halt auch diese Druckphase, die sie vor dem Spiel hatten. Das haben wir hier in Hamburg jetzt zum Glück so noch nicht gehabt, denn wir haben nur den Druck, dass man um Platz 2 und Platz 3 oder auf Platz 2 und Platz 3 gucken muss, da die langsam näher rücken. Aber Kiel hat natürlich dort in Düsseldorf auch wirklich effizient gespielt. Eine harte Niederlage für Düsseldorf, die mit Sicherheit ein Rückschlag ist, aber sie sind noch lange nicht aus dem Rennen. Also da bin ich mir ganz sicher, dass die nochmal ranrücken werden und dass es im Kampf um die Aufstiegsplätze weiter sehr spannend bleibt, auch mit Düsseldorf. Moritz Brooklyn fragt, eure Meinung zu den sehr späten Wechseln? Ja, hatte ich glaube ich im Blog auch geschrieben, ich hätte tatsächlich versucht, früher mehr Tempo in das Spiel zu bekommen. Das war dann irgendwie mit Anfang der zweiten Halbzeit für mich erkennbar, dass da etwas zu langsam gespielt wurde nach vorn, aber der Trainer hatte einen Plan und der Plan ist in dem Fall leider nicht ganz so aufgegangen, wie er sollte. Wie gesagt, auch unter anderem, weil natürlich ein Spieler wie Jeremy Duziak in der Form gar nicht zu ersetzen war auf der Position. Dort hätte er sich vielleicht was einfallen lassen müssen, der Trainer, aber ja, hat nicht so funktioniert. Aaron Pasternak fragt, der Elfmeter im Fürth-Würzburg-Spiel, ob das ein Spiel, ob das ein Skandal gewesen sei, dieser Elfmeter. Also ich weiß nicht, wofür die Videoschiedsrichter da sind, aber wenn sie wirklich da mal genauer hingeguckt hätten, hätten sie, wie wir alle wahrscheinlich gesehen, dass es keinen Kontakt gab. Und wenn, dann so hauchdünn, dass man davon noch nicht mal fallen kann. Also natürlich war das ein Elfmeter, der ein Witz war. Thomas 8-4 fragt, wann kann Rick van Dronglen wieder spielen? Rick van Dronglen ist voll im Training, er ist voll dabei. Der Trainer testet ihn auch und sagt, dass man in den nächsten Tagen und Wochen auch das volle Mannschaftstraining ihm auflasten werde. Und dann wird er mit Sicherheit auch relativ schnell wieder eine Alternative werden. Zumal dann, wenn in der Innenverteidigung am Ende Nöte entstehen. Toni Leisner wird ja noch ein paar Wochen ausfallen. Und dazu kommt natürlich, dass Stefan Ambrosius vor einer Gelbsperre steht. Also da gibt es dann am Ende Nöte, die mit ihm bedient werden könnten und wahrscheinlich dann auch würden. Denn Rick van Dronglen ist natürlich einer der Spieler, auf die der Trainer setzen würde in dem Fall. Und man muss natürlich da allerdings auch abwarten, wie weit ist er dann auch wirklich schon, was die Spieler betrifft. Vielleicht wäre hier ein Testspiel nochmal ganz geeignet, um zu gucken, inwieweit er denn wirklich schon auf dem Platz kann nach dieser langen Pause. David Nuik fragt, wie realistisch wäre eine Verpflichtung von Choupo-Moting im Sommer? Choupo ist älter, Choupo kennt Hamburg, sein Vater kommt aus Hamburg oder beide kommen sie ja aus Hamburg. Insofern wäre es natürlich eine super Nummer, finanziell natürlich überhaupt nicht darstellbar aktuell. Und solange es für Choupo-Moting noch irgendwo ein Angebot in ähnlicher finanzieller Sphäre gibt wie aktuell, wird er mit Sicherheit auch nicht den HSV vorziehen, also auf so viel Geld verzichtet, dann an solche Spieler wahrscheinlich auch nicht. Choupo-Moting wäre für den HSV mit Sicherheit eine richtige Verstärkung, aber mal sehen. Vielleicht gibt es dann ja doch nochmal den idealistischen Fußballer Choupo-Moting und vielleicht sagt er dann am Ende, ich habe Bock drauf, meine letzte Station wieder dort zu haben, wo meine erste war. Wäre schön für den HSV. Timo HMBRG fragt, fällt der HSV in dieser Saison noch in ein Formtief? Wenn ja, nein, warum? Kann ich nicht sagen. Ich hoffe nicht. Ich glaube, der HSV ist stabiler als in den letzten Jahren. Der Trainer hat die Mannschaft gut hinter sich. Er bleibt ruhig in schwierigen Phasen. Er bleibt ruhig in Phasen, wo andere Euphorie verbreiten. Also insofern sehr authentisch und einer, auf den man sich verlassen kann. Das haben, glaube ich, die Spieler auch inzwischen gemerkt. Von daher glaube ich fest daran, dass der Trainer diese Saison einigermaßen stabil über die Runden kriegt. Ob es dann am Ende zum Aufstieg reicht, schwer zu sagen. Die Konkurrenz, wir hatten es ja eben, sie ist leider sehr konstant. Moritz J2105 fragt, wie siehst du die Entwicklung von Opoku in Regensburg? Ja, in 16 von 22 Spielen hat er ein Tor und zwei Vorlagen bislang. Er kann es besser, er muss es besser können, um sich wirklich aufzudrängen, auch für einen Vertrag hier in Hamburg oder für seine Zeit hier in Hamburg. Ich drücke ihm die Daumen, er hat Potenzial, riesiges Potenzial. Er muss es halt jetzt langsam auf den Platz kriegen, denn vom Youngster entwickelt er sich hier zum dauerhaften Talent. Da muss man natürlich dann irgendwann aufpassen. Aber noch hat er Zeit und ich drücke ihm die Daumen, dass er das schafft. Potenzial, wie gesagt, ist monstermäßig vorhanden. Dirk Clemens Schulz fragt, warum stellen die Journalisten in die PKs oft so belanglose Fragen? Das müsst ihr bitte die Journalisten fragen. Aber man muss dazu sagen, dass viele Fragen auch in den One-on-One-Gesprächen geführt werden. Also natürlich, wenn ich mit dem Trainer einen Tag vorher unter vier Augen spreche und da dann schon ein Thema hätte, was in irgendeiner Form brisant ist, dann wäre es natürlich relativ kurios, wenn ich diese brisante Frage dann auf der Pressekonferenz stelle und nicht am Tag vorher.
Da würde der Trainer auch sagen, sag mal, Scholle, was soll das? Wir reden miteinander und du haust mir dann so eine Frage hier vor der Öffentlichkeit vor den Kopf, das hättest du mich gestern auch schon fragen können. Aber gut, belanglose Fragen ist natürlich auch immer sehr relativ. Es gibt viele Themen, die man einfach abfragen muss, abarbeiten muss, Personalien und dergleichen. Vielleicht ist ja das damit auch gemeint von dir, Dirk Clemens Schulz. Twitter, die Frage. Made my day 1965. Warum ist es nicht möglich, dass in der Fußballgegend im Verein an einem Strang gezogen wird? Gott, bitte. Stell mir nicht so unschwer, so unlösbare Aufgaben. Das kann ich dir nicht erklären. Ich habe es in den Blogs geschrieben. Ich sehe Möglichkeiten, wie man das hinbekommt, wie man das hinbekommen muss. Bislang ist es halt einfach so, dass der HSV zu viel Fläche bietet für Leute, die sich selbst in irgendeiner Form darstellen wollen, die sich in irgendeiner Form Macht zuschustern wollen. Der HSV ist einfach zu leicht zu missbrauchen noch. Und vielleicht ist da der Schlüssel dann am Ende zum Erfolg, dass man irgendwo eine Instanz hat und wenn die ganz oben sitzt, die dann wirklich so unantastbar ist, dass wirklich keiner darüber hinwegkommt. Aber wie gesagt, auch das ist dann wiederum schwierig, weil es natürlich schnell dazu führt, dass dann auf einmal der Verein wieder nur von einer Person bestimmt wird. Aber ja, eine Frage, die ich leider so nicht beantworten kann. Da gibt es nur Ansätze, keine Lösung. YouTube, David Salvermoser fragt: Wen siehst du am Ende der Saison unter den Top 3? Da sage ich ganz ehrlich, das ist der HSV, das ist Bochum. Ich hoffe auf Kiel, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das Bochum auf 3, weil Bochum ist dann doch noch etwas stärker als Kiel, damit Kiel direkt hochgeht und Bochum die Möglichkeit hat, über die Relegation zu kommen. Düsseldorf, wie gesagt, sehe ich auch noch nicht abgeschrieben. Holstenfanatiker, wie ihr zum Abwahlantrag von Schulz steht, wird hier gefragt. Die Gremien werden dort auf der Mitgliederversammlung, die ja leider noch nicht terminiert werden konnte, werden sie natürlich mächtig Fleisch an den Knochen bringen müssen, um den Leuten klarzumachen, warum es zu diesem Novum gekommen ist. Es gibt intern viele Stimmen, es gibt viele Gerüchte, es gibt auch böse Vorwürfe, aber wie gesagt, das bringt nichts, jetzt hier darüber zu sprechen, solange diese nicht bewiesen sind. Daran halte ich mich im Blog, daran halte ich mich auch hier im Community Talk. Auf jeden Fall ist es ein Thema, das muss besprochen werden. Die Gremien sind nicht umsonst beim HSV installiert. Sie haben eine Aufgabe und wenn sie diese Aufgabe in diesem Fall gut erfüllt haben, werden wir alle sagen, am Ende top. Wenn sie hier am Ende nicht die nötigen Fakten auf den Tisch legen können, um diesen Abwahlantrag zu begründen, muss man ganz ehrlich hinterfragen, ob diese Gremien dann noch in irgendeiner Form sinnvoll sind. Trixwunder Traum fragt: Ambrose steht kurz vor der Gelbsperre. Denkt ihr an ein Spiel ohne ihn und Leistner? Ob das eine große Aufgabe für die neuen Innenverteidiger wird, das hatte ich, glaube ich, eben schon aus Versehen vorgegriffen. Entschuldige, dass ich deine Frage schon vorbeantwortet habe, aber ja, das wäre eine große Aufgabe für die Innenverteidigung, denn diese beiden, wenn die ausfallen, muss man sich komplett neu aufstellen. Musikstar Franz Halsenbeck fragt: Am Wochenende wurde mal wieder viel über den Fehler eines Einzelnen gesprochen, in diesem Fall der Ballverlust von Jatta, aber liegt es eher nicht eher am passiven Spiel der gesamten Mannschaft, dass sich immer wieder einschleicht? Woran liegt das, dass man passiv wird, würde gemeint sein. Durch das Quergeschiebe in der eigenen Hälfte, vielen ungenauen Zuspielen, ist es gefühlt immer nur eine Frage der Zeit, bis ein Fehler unterläuft. Kann man so sehen, allerdings darf natürlich Bakayoko diesen Fehler nicht machen. Und wenn er ihn macht, muss er zumindest so clever sein, den Gegenangriff unterbinden. Dafür hätte er sich dann am Ende natürlich eine gelbe Karte eingehandelt, wenn er gehalten oder unten am Bein gefoult hätte. Aber er hätte den Angriff unterbinden müssen. Hat er nicht gemacht. Ist einer von vielen Fehlern übrigens in dem Spiel gewesen. Ich habe auch Bakiriatas Fehler nicht als spielentscheidend dargestellt. Im Gegenteil, die Spielentscheidung lag darin, dass der HSV den Ausfall von Duziak nicht kompensieren konnte, dass er es spielerisch nicht hinbekommen hat, das Spiel in der zweiten Halbzeit hoch und vor allem temporeich beizubehalten. Konstantin Weyer fragt: Kleines Gedankenspiel, du darfst von folgenden Vereinen jeweils einen Spieler deiner Wahl zum HSV holen. Welchen? Oh Mann, das ist aber eine lange Aufgabe hier. Bayern, Real Madrid, Barca, PSG, Man U, Man City, Liverpool, Chelsea, Juve, AC Milan. Boah, das wäre ja fast ein eigener Community-Talk, ehrlich gesagt. Ich würde von Bayern München, hätte ich ehrlich gesagt Lewandowski, würden alle sagen natürlich klar, aber ich würde auch Manuel Neuer nehmen, weil ich bei den anderen keinen besseren Torhüter sehe. Dafür verzichte ich dann gern bei jemand anders. Ich würde Alaba von Bayern nehmen, ich würde Ramos von Real Madrid nehmen, ich würde Van Dijk von Liverpool für die Abwehr nehmen. Dann links wahrscheinlich Alexander Arnold, wahrscheinlich würde ich mal behaupten, von Liverpool. Kimmich wäre bei mir auf der 6 gesetzt, obwohl Thiago es einem nicht leicht macht, den könnte man natürlich auch wunderbar hinpacken. Dann würde ich die Sturmfront, wie würde ich Sturmfront, die Sturmreihe, die würde ich natürlich massiv machen mit Ronaldo, mit De Bruyne, mit Messi, mit Mbappé und ganz vorne dann Lewandowski. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Tatsächlich. Also meine Startelf wäre Manuel Neuer hinten,
Alaba würde ich als Rechtsverteidiger spielen lassen, der kann alles. Ramos, van Dijk in der Innenverteidigung, Arnold links, Kimmich auf der 6, Ronaldo auf der Außenbahn. Kevin de Bruyne und Messi würden sich das Zentrum so ein bisschen teilen, das Offensive. Mbappé kannst du auch über die Außen kommen lassen. Zur Not kann man auch ein 4-1-3-2 spielen und Mbappé neben Lewandowski stellen. Aber vorne Lewandowski, der macht das ja alleine schon. Also insofern, ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich habe übrigens keinen Spieler von Chelsea und von Juve dabei, sehe ich gerade. Und auch nicht vom AC Milan. Würde ich einfach nicht wollen, wahrscheinlich. Kanté wäre bei Chelsea natürlich interessant. Donnarumma, ja, ich sehe Neuer noch vor Donnarumma, deutlich. Aber gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten, auch wenn ich jetzt nicht von jeder Mannschaft einen Spieler genommen habe, aber zumindest habe ich eine Startelf dargestellt. Ja. Vielen Dank für eure vielen Fragen. Es ist natürlich nur eine Auswahl, wir konnten nicht alle mit reinnehmen. Wir haben natürlich auch eine begrenzte Zeit hier. Die Kollegen, die wollen natürlich auch noch weitere Projekte machen, haben noch viel vor und wir haben noch viel vor. Und was da alles noch auf euch zukommt, das werden wir in der nächsten Woche im Community Talk unter anderem als Thema haben. Bis dahin wünsche ich euch erst einmal eine schöne Woche, ein gutes Spiel am Wochenende gegen Fürth. Das wird sehr wichtig. Es wird ein, ja, wie soll man sagen, ein Spiel mit wegweisendem Charakter sein, wie so viele jetzt natürlich in den nächsten Wochen auf den HSV zukommen. Also, bis dahin, alles Gute und vielen Dank für eure Fragen. Bleibt gesund.